Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 vom Hof der Familie Chaos aus den Voralpen natürlich, zusammen mit meiner wundervollen Frau. Hallöle. Und auf dem Weg zu unserem kleinen Acker hinter unseren Obstbäumen, hinter unserer Obstplantage. Oh, die Sonnenblumen. Ne, wenn sie blühen, sind sie noch nicht reif. Die müssen verdorrt sein. Die müssen schwarz sein, ja. Wieso bist denn du jetzt da hinten? Du hast doch noch das Heuchern noch nicht fertig. Das sammelst du doch gerade ein. Ah ja, aber da liegt doch noch was, oder nicht? Bin ich mit dem Schwaden noch nicht fertig? Ah, oh, oh. Warte, ich schau nochmal, aber ich glaube vorne an dem breiten Stück. Scheiße, schnell, schnell. Schnell, schnell, bevor sie schaut. Schnell, schnell. Da liegt doch alles. Wo denn? Ich sehe gar nichts. Nein, das kann man aber leicht übersehen. Ich sehe nichts, wo denn? Auf der Brille. Wo? Ja, stimmt, da habe ich gestern aufgehört. Ich erinnere mich dunkel. Es war schon spät, zählt das als Ausrede? Mhm. Okay. So. Wo muss ich denn jetzt hier? Da muss ich weiter, ne? Ja. So. Also, dann mache ich natürlich erstmal das Heu. Dass meine Frau das da drüben mit dem Xerion und dem kleinen Ladewagen, dem großen Ladewagen und dem kleinen Schlepper aufsammeln kann. Ja, mal gucken, ob ich das da hinten reinkriege, wenn du weg bist. Du weißt ja, wie das sonst funktioniert. Einfach schütteln, mein Schatz. Aha, hier hast du was liegen lassen. Ah, siehst du, apropos liegen lassen, da wollte ich sowieso noch. Ich habe überlegt, ob wir uns noch so eine Walze holen für die Wiese. Mhm. Quasi als Striegel, dass wir da auch, dass wir walzen können. Ja, ja. Das ist doch eine vor kurzem, oder? Ja. Das war eine. Ja, tatsächlich. Es gibt ja einmal so eine Dreierwalze, die du hinten dran hängst. Ja. Und so eine Alleinwalze. Ich glaube, das ist beides auf dem. Beides, glaube ich, sogar auf dem Mottop drauf. Okay. So. Also klappen wir unseren Schwader wieder ein. Ja, aber dann kannst du gerade noch kurz warten. Ja, ich fahre den Schwader auf den Hof und dann bin ich ja sowieso auf dem Hof. Genau, dann kann ich das kurz da hinten rein. Reintun. Reintun. Reinmachen tun in die Silo. Reinmachen. Ja. Das soll ich so tun? So. Zack, zack, zack. Hier rum. Schwupp. So, ich glaube, ich muss mal meinen Trecker putzen. Da sehe ich fast nichts mehr raus. Nimm Zewa, Schätz. Einfach vorne über die Scheibe mit dem Zewa. Reicht vollkommen. Spucken und mit Zewa vereinen. Genau, genau, perfekt. So, also, das machen wir ab. Ich bin gar nicht da, du siehst mich gar nicht. Boah, mit der Innenansicht ist die Einfahrt so klein. Man denkt sich, man bleibt hängen, oder? Da hast du so wenig Platz hier. Also ganz ehrlich, ich will mit so einem Monster nicht auf den kleinen Hof fahren. Wieso? Ich komme bestimmt lustig. So, jetzt muss ich aber in die Außenansicht wechseln. Gut, ich glaube, das wird sowieso nicht hinhauen, dass ich hier rumkomme. Warum denn nicht? Nee. Das ist natürlich so. So. Ich bin schon auf dem Weg zu Ihnen. Du müsstest anders rein. Ich
Na, ich will dir helfen. Du stehst aber ziemlich schief. Oh, ich glaube, ich habe dich rausgeschoben oder bist du leer? Nee, nee. Achso. Okay. Jetzt. Ich hab dir da den großen Fendt mit dem Flug hingestellt. Wo hast du den? Was will ich jetzt mit dem Flug? Feld 9 müsste gepflügt werden. Feld 9? Feld 9. Okay. Ich bin zufällig auf dem Weg, Gras anzupflanzen, kann leider gerade nicht pflügen. Ach so. Ja, das ist rein zufällig. Also es ist nicht gewollt. Und auch nicht geplant. Gut, also wo steht hier ein Flug? Ich sehe keinen Flug. Direkt in der Hofausfahrt steht er schon hinterm Schlepper. Habe ich quasi schon bereitgestellt. Okay. So. Muss ich hier? Feld 9 ist doch unten bei dem Holz, ne? Ja, genau. Das gehört ja quasi mit zu dem Waldstück, was wir da bekommen haben. Okay. Und was willst du da drauf machen? Kartoffeln. Kartoffeln? Okay. Ja. Also, das Roden von dem Kartoffeln wird dann übel, aber ja, wir können Kartoffeln machen. Okay. So. Jetzt bin ich fast oben. Hier noch durch. Doch, hier muss ich ums Eck. Ich find's witzig, wenn du diesen Weg über die Serpentinen fährst, ne? Aha. Du kommst dann oben quasi an dem Schweinehof da vorbei, an der Schweinemast, wo wir ja auch ab und zu schon mal Gülle geholt haben. Ja. Auf einmal hört der Weg auf und wird zu so einem Feldweg. Ja. 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 Sachse, Sachse. Nein. Ja, doch. Grüner Traktor, Sachse. Schaut sehr sexy aus. So. Ich habe eine Saatmaschine, ich brauche gar nichts ausklappen. Sojabohnen waren da drauf. Mhm. Okay, Sojabohnen und dann machen wir es. Ja, das passt aber. Müssen wir die Kartoffellegemaschine müssen wir uns dann zwar mieten. Ja, macht ja nichts. Aber wollte ich gerade sagen, das macht ja nichts. Was machen Sie da? Gucken, was du machst. Wer pflügt denn in der Zeit? Der nette Nachbar, der kam vorbei und hat gesagt, der will mir helfen, die Flaggen eigentlich. Weißt du? Du hast gerade einen Vogel überfahren. Neu! Neu! Drüber gefahren. Neu, bei mir nette, bei mir sind keine Vögel. Hier, da bist du voll drüber. Jetzt ja weg. Nee, bei mir war tatsächlich kein Vogel da. Okay. Ich meine, ich habe einen Vogel, aber... Das weiß ich. Das ist eine andere muss Geschichte. Man hier noch dümmeln muss man hier. Nein, das wird doch... Du weißt doch, was das hier wird. Ja, okay. Also ja, theoretisch könnte man düngen, aber du weißt, brauchen wir ja nicht, okay. Weil... Ne? Haben wir eigentlich noch... Kannst du mal bitte gucken, haben wir noch unser Seitennähwerk? Nui, brauchst du nicht gucken. Nein, wir müssen uns noch einen Mulcher zulegen. Was ist das? Damit lüftet man quasi damit. Das ist das, mit dem sie hier bei uns die Felddinger, die Feldränder immer machen, kurz vor der Ernte. Wo das dann alles so an der Seite liegt. Ist das ein Mähwerk, oder? Genau, das kannst du dir vorstellen, wie so ein Mähwerk. Das macht quasi alles platt, das schreddert das. Und das ist dann liegen. Das wird nicht aufgesammelt. Das brauchst du für hier, für die Wiese, oder was? Genau, das habe ich mir gedacht gehabt, dass das hier immer Sinn macht. Ja, du hast doch bei dem kleinen Traktor hier das Mähwerk runter.
Wenn der doch eh hier steht, kannst du das nehmen. Ja, das ist aber ein Mähwerk. Das heißt, da bleibt das Gras auf dem Feld, auf der Wiese liegen. Ach so. Bei einem Mulcher ist es weg. Also da wird es quasi entfernt. Das klingt logisch. Weil wir können hier später nicht mit dem Ladewagen langfahren. Ja. Das wird zu eng. Welche schöne Bank, da lassen wir jetzt nieder. Eine Bank. Ein Bänkle. Oh! Das ist so erholsam hier. Wir könnten mal rücksitzen und Buch lesen. Ja, vor allem diese Ruhe. Ja. Wenn der da nicht wäre. Und ein Stück Kuchen esse. Und diese Nicht-Lichtbelästigung. Tanzbar! Na gut. Mit dir da ist nicht mehr erholsam. Was? Das finde ich frech. Das finde ich jetzt ganz frech. Schnell, schnell! Nicht so schnell! Schnell, schnell! Okay, ich bremse. Schnell, schnell! Ey, cool. Das muss ich erst mal hinkriegen. Jetzt mal wenden. Guck mal, das wird das machen. Wie viele Bahnen schaffst du? Kann ich sagen. Erhöhter Schwierigkeitsgrad beim Wenden. Aber ich frage, das ist gar nicht so einfach. Jetzt gebe ich Vollgas. Welches Paar schafft es länger drauf zu bleiben? Die Frage ist halt, mit Vollgas oder wirklich auch drauf achten? Bitte. Was? Eher mit drauf achten. Klar, du musst jetzt lange wirklich drauf bleiben. Okay. Weil, geh nochmal drauf. Wenn ich jetzt. Bist du bereit? Mhm. Zu schnell? Oder zu langsam? So? Zu langsam. Immer noch zu langsam. Warte, ich lauf mal nebenher, dann siehst du es, wie schnell du bist. Also auf 3. Kennst du die Sprinterhaltung? Ja. Die Finger auf dem Boden, Arsch in die Höhe, mache ich jetzt. Ja, okay, zeig mal. Du aber auch. Check. Guck, 1, 2, 3! Das ist Rennen. Ja. Du gehst aber oben drauf. Okay, nochmal. Warte bei der letzten Bahn. Oh. Ja. Wer hat denn hier diesen Wasserdings hingebaut? Der Baumeister. Bob, der Baumeister. Weißt du? Bob, der Meister. Können wir das schaffen? Nein! Nee! So. Ein. Unterhaltung. 1, 2, 3. Wo bist du? Und? So müsste es eigentlich passen. So, warte mal. Dann spring mal. Aua. Ich hab dich gar nicht getroffen. So. 1, 2, 3. Entschuldigung, war zu schnell. Perfekt. Minimal. 1 km/h oder so. Aber ist schon gut. Yeah! Also 14. Okay. Richtig. Nicht. Das finde ich beim Farmers Finest schade, dass du die Laufgeräusche auf den verschiedensten Untergründen nicht hast. Da klingt alles wie Hacke auf Wiese. Aber wenn du mit dem Trecker fährst, hast du auch Matsch. Ja. Da hast du Matsch. Ja. Allerdings ist halt noch ein Beta-Spiel, ne? Also ein Early Access. Also okay, von daher. Das vergisst man schnell, wenn ein Spiel gut ist. Hm. Jetzt ist auch top. Das ist toll. Das stimmt. Sehr zu empfehlen. Ja.
Ich muss mal meine Xerien waschen. Das wollte ich noch machen. Das wolltest du noch. Schatz? Ja. Du wolltest dein Xerion noch waschen. Ja. Und du bist ja eigentlich auch noch am Flügen. Was? Ja, ja. Der Hut. So in meiner Waschanlage hingebracht. Ja, echt? Wer hat den denn da hingestellt? Ja. Inet. So. So. Hoppala. Hä? Was ist? Unser Harvester für Holz macht sich selbstständig. Was? Der läuft weg. Komm mal zu mir, spring mal mein... Ja? Guck mal. Der stand hinterm Xerion angekoppelt hier oben im Anhänger. Hä? Und der steht immer noch auf dem Anhänger. Der läuft weg. Der ist weggerollt. Den haben sie versucht zu klauen. Meinst du? Ja. Meinst du, sie haben es hier in dem Gerstefeld getarnt? Die wollten ihn verstecken und morgen abholen. Bin ja mal gespannt, wohin der noch will. Soll man mal laufen lassen? Ja, lauf, du bist frei. Ja. Irgendwann sind die alle Maschinen weg. Ja, echt. So, wir gehen wieder in den Vor... Moment. Wen willst du? Achso, du machst das Gras. Ich hätte das Gras gemacht, bin jetzt auf dem Weg zum Hof. Achso. Genau. Gut. So. Der Pferd, das ist schon mal sehr schön. Pferd und lässt die Hälfte stehen, ja? Ja, da ist hinten so ein Eck, da muss ich selber dann nochmal ran. Das passt schon. So. Oh Gott. Oh Gott, Hänger, Briefkasten. Oh nein. Schatz, meine Saatmaschine hängt auf der Mauer fest. Jetzt nicht mehr. Und mein Baby ist draußen. Hast du es geputzt? Ja. Eigentlich taktisch ja sehr unklug, ne? Eigentlich hättest du mit dem Xerion und dem Tiefenlocker auf Feld 9 gesollt, oder? Wäre schneller gegangen. Ja, ja gut, ich war ja gerade noch anderweitig beschäftigt. Ah, das stimmt. Nee, das passt schon, das kann helfen. Oh, passt doch. So. Oh nee, der Maul kommt heim. Ich muss zum Essen kochen. Frühstück! Ich muss mitkochen. Weib, ich hab Hunger! Oh nee, oh nee. Nui, ein guter Mann hat natürlich Brötchen vom örtlichen Bäcker mitgebracht. Frisch aus der Backstube. Auf der Zettel vom Pizzadienst. Nui, ich hab frische Wecken mitgebracht. Hat er mir hinten noch was zum Essen? Hier steht noch Gürtler. Und du sieht aus wie ein gelegtes Nudler. Mmh, lecker. Und ich habe frische Weckle dazu. In dem Sinne müssen wir beide natürlich auch Feierabend für heute machen, denn wir müssen jetzt frühstücken. Wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünschen wir beide euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut. Und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.